Mann. Mit Schiffsgetuten. Ja, also damit hatte es wenig zu tun. Das hat nur, ja, mein, ja, also pass mal auf, ich habe eigentlich nur eine Geschichte, die wirklich mit mir und meinem Namen zu tun hat. Sie heißt ja eigentlich Eveline Klopsch. Ja. Ich heiße eigentlich Eveline Klopsch und unter diesem Namen bin ich auch Ballerina geworden. Was natürlich so ist, wie als wenn eine Sängerin Schreihals heißt. Ja, wie kann man sich ausrichten. Also als ich in Amerika ankam und alles nicht konnte, was die wollten, ja, ich war eine klassische Tänzerin, die waren alle mit Tüte und Top und Baby und ich konnte gar nichts, da musste man sich dann erstmal bekannt machen. Es waren ja alles so viele und ich merkte schon, ah, also so richtig weiß ich jetzt gar nicht, meine Mittel einzusetzen. Wie gesagt, also auf Spitze, das interessierte die nicht, die wollten ja immer nur hier und federn und so was. Also wir standen so in einer Reihe und mussten uns dann vorstellen und das hat man so gemacht wie beim Kommiss. Vorstellen, wieder zurück, die nächste und so weiter und so fort. Immer so, I'm Christine Meyer und so und zurück und kam. Und ziemlich am Ende kam dann ich und dann bin ich vorgetreten und sagte, Hello, my name is Evelyn Klopsch. Ich kann euch gar nicht sagen. Das hat mir derart den Kopf gerettet, weil die konnten diesen Namen, den liebten die so sehr, die haben gesagt, das muss eine sein, die einen Hirnschuss hat. Denn wenn einer Eveline Klopsch heißt und Tänzerin da ist, das, und das konnte keiner aussprechen, Klopsch haben sie. Und mein ganzes Leben lang, sag ich euch, wenn ich immer hinkomme, und da sind noch welche, dann sage ich nie, hi, this is Evelyn, sondern mal, hi, this is Klopsch. Oh, mein ganzes Leben lang habe ich, ja, und immer wenn ich da wieder hinkomme, dann heißt es Klopsch kommt. Klopsch kommt. Klopsch kommt als Hall zu Talk Dot.